Hey Leute, Mike ist Mike und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Neuen Case Opening hier auf meinem Kanal und auf dem Kanal von Uwe, denn der ist auch wieder mit dabei. Moin. Und ja, heute sind ja die neuen Chroma Cases rausgekommen, also Chroma 2. Und auf dem Kanal von Uwe und von mir, wir haben ja beide so ein kleines Showcase gemacht quasi, da drin zu finden gibt. Und wir waren so verrückt und haben einfach mal gesagt, okay, wir nehmen mal Geld in die Hand und ja, öffnen mal ein paar. Ich habe mir 10 gekauft. Uwe hat natürlich wieder... Das heißt natürlich. Ich habe ja 15 geholt. Ja klar, du übertreibst. Ja, ich musste mich schon bremsen, dass ich nicht noch mehr Geld verbrenne. Ja, Uwe ist da richtig heiß drauf auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall richtig darauf, dass man jetzt hier auch so eine geile Hyperbeast kriegen kann. Also die finde ich richtig geil. Betrieben. Ja. Ach, und was man übrigens... Was ich jetzt in meinem Video noch nicht gesagt hatte. Also die Messer, die man da rauskriegt, sind trotzdem die der Chroma-Kollektion quasi. Also hier Doppler und sowas alles. Die hätten so ein Samurai-Schwert oder eine Machete mit reinnehmen können. Übertreib mal direkt. Oder doch das Wurfmesser, das man am Start loswerfen kann, das durch ja, genau, alle Gegner durchfliegt und dann wieder zurückkommt. Ja. Ja. Aber der Nachteil in dem Messer ist, dass man es nur einmal pro Runde einsetzen kann. Du hast hier gesagt, die Monkey Business findest du gar nicht so geil, ne? Nein, Mann, ich weiß nicht. Ich finde die total witzig. Ja, die Scheiß ist witzig und die hat auch, als ist eine witzige Idee mit der Banane, aber hat da für mich irgendwie nichts zu suchen, ich weiß auch nicht. Ja, kaufen würde ich sie auch nicht, aber wenn ich sie ziehe, würde ich sie auf jeden Fall spielen. Ja, ich wahrscheinlich sowieso auch, ja. Man, wie halt jeden neuen Skin da. Die Desert Eagle habe ich schon eingepackt. Jo, ach, aber jetzt lass uns nicht so lang ja rummachen. Warte, man muss ja noch darauf hinweisen, du hast ja schon 5 aufgemacht. Ja, genau, ich habe schon 5 geöffnet und genau. Oh, ich habe fast die AK-47 Star Trek bekommen. Ich wäre schon ausgerastet, weil ich gerade so dran vorbeigehuscht bin. Und das ist eigentlich nur ein blauer Gegenstand. Aber die ist halt auch, keine Ahnung, um die 100 Euro wert. Das ist übertrieben krass. Und die sieht ziemlich geil aus. Und sieht übertrieben gut aus, ja. Für einen blauen Gegenstand sowieso ist es, weiß ich nicht. Ja. Echt krass. Aber, jetzt nicht so viel rumquatschen, ja, sondern... Mal öffnen, genug, würde ich sagen, oder? Genug, ja, wir fangen an. 3, 2, 1, go. Oh Mann, ich bin wie so ein kleines Kind, Mann, ohne Scheiße. Ja, Scheiß, ist echt so wie so ein kleines Kind an Weihnachten, Alter. Oh Mann, und ich krieg erstmal wieder die MP7. Das bei einer normalen Chroma hätte ich mich jetzt über eine Manowar gefreut, ne? Ja, okay. Stimmt, Mann, die Manowar Negev. Ja, Mann, okay, hoffentlich kackt's nicht rein, Mann, das ist so viel Geld. Ja, ich will ja auf jeden Fall mal ein bisschen Luck haben. Jetzt, ich habe es ja im Video vorher schon gesagt, ich habe so viel Pech gehabt in den letzten Case-Openings, ja, da muss ich jetzt mal reinradieren. Richtig viel Pech gehabt. Aber ich bin im Moment auch nicht mehr auf der Glückssträhne, also... Ja, seit du aus Silber raus bist, ja, also geht da nichts sagen, mehr. Seitdem ich aus Silber raus bin, habe ich nichts mehr Gutes gezogen. Okay, das nächste, los. Ja, okay. Das muss jetzt nicht in die Ewigkeit ziehen, das Video. Wobei, wir wollen es halt echt fuck, die Warm God, Mann, ich hab die Warm God, die wollte ich auch unbedingt, oh, Mann, ich finde die das so extrem cool, ohne Scheiß, Mann. Star Trek wäre pervers gewesen, aber so ist auf jeden Fall schon richtig gut. Star Trek übertreibt natürlich. Ja, Mann, ich bin völlig, Alter, wie so ein kleines Kind, ohne Scheiß, Mann, aber es ist auch krass, also es sind ja fast 10 Euro pro Klick hier. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich bin am überlegen, ob ich eine schnell machen soll, aber 10 nee, ist Alter, schon wenig. Es. Nee, Alter, ich mach keine schnell, das muss ich voll auskosten. Das wäre schon wenig. Ja, Mann, das wäre krass. Nicht. Okay, nächste, los. Ich bin halt so heiß darauf, weil ich bei meinem ersten schnellen halt... Ja, Mann, das hat wieder so reingelackt. Ja. Oh, ich hab auch die Manowar. Ich hab auch die Warmgod. GZ, Mann. Ich hab gar nicht geguckt, was ich für einen Zustand hatte. Ich habe jetzt auch übrigens die Manowar, ja. Läuft. Warte, lass mir mal kurz gucken, was ich für einen Zustand hab. Ich hab Einsätze probt. Fabrik neu. GZ, Mann. Also die ist auch gut, muss was wert, glaube ich. Muss man nachher mal gucken. Oh nein, jetzt schaltet es wieder nicht um auf meine Kisten. Warte, ja. Oh, lol. Warte. Oh, ja, Mann. Okay, da ist es. So, okay. Okay, nächste. Sag du los. Okay, los. Da alle am GTA-Spielen sind, Mann. Ja, Mann, ist echt so. Oh, auch knapp an der Star Trek AK da vorbei. Ich wäre fast an der die Schienen, die Famas, die auch so Jin. Scheiße teuer ist, Mann. Weil sie Jin. Die Jin, ja, okay, Jin heißt die. Ich hab so Dishaw. Ja, ich weiß auch nicht, ob die Jin heißt, aber ich. Ja, denk, aber Jin ja kommt irgendwie schon hin, ja. Ich hab jetzt die Pole Position. Oh, das ist auch nice, aber die habe ich auch in meinem Video gesagt. Ich finde die richtig geil, aber halt eine blöde Waffe, die zockt ja, so richtig. Ja, genau, so ist es bei mir auch. Ich hätte lieber die Jin bekommen, Mann, die ist auch, glaube ich, richtig was wert. Ja. Okay, go. Oh Mann. War gerade übrigens auch knapp an der AK Star Trek vorbei. Ja, man, ist echt schade, Mann. Desert Eagle Star Trek läuft. Hast aber du? Halt ich blau, hab, ja. Ich hab die normale Desert Eagle. Okay, die sieht von der Condition her besser aus. Was hat die?
Einsatz erprobt, ja. Ja, ich denke, ich habe auch Einsatz erprobt. Okay. Also bis jetzt bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. Ja, ich habe das gesagt, und ohne Scheiß, ich glaube, am Anfang lagst du mehr rein bei den Kisten. Das glaube ich echt so. Okay, 3, 2, 1, go. Oh, da war die Star Trek Leon Rider. Star Trek Leon Rider, das Alter, vergiss es, Mann, alles so richtig krank. Jetzt habe ich die Desert Eagle normal. Und daneben wäre die Elite Build AK gewesen. Ja, wer bei hier? Und die sieht übel abgeranzt aus. Aber die Kisten gehen so schnell weg, Mann. Ja, Mann. Okay. Hyper Beast jetzt. Hyper! Oder Neon. Oder ja, Messer. Mann. Okay, go. Oh, jetzt war ich ein bisschen zu spät. Na, ja, das ist. Kann. Die Chin, Alter. Ja, Mann. Voll gut. Alter, hab, okay. Und die sieht. Alter, okay. Die sieht voll. Ohne Scheiß. Ich habe ja gesagt, dass die so ein bisschen nicht so toll aussieht. Aber jetzt, wenn du es anschaust, sieht die schon extrem cool aus, Mann. Muss ich ja, sagen. Ja, ich fand die eigentlich ziemlich cool sogar. Abgenutzt, aber fuck, Mann. Ja, ah, das ist scheiße. Ja, wieder so ein dumm Glück, ey. Okay. Bist du bereit? Ja. Die nächste. Ah, ich bin so aufgeregt, Mann. Mein Herzschlag ist bestimmt, keine Ahnung, doppelt so schnell oder so. Okay, go. Ah, ich hab schon gedrückt. Ich hab dir das. LOL. Ich hab dir das Zepter aus der Hand gerissen, wollte ich gerade sagen. AK Star Trek. Ja, Mann. Geile Scheiße, Mann. Welcher Zustand? Einsatz erprobt. Ja, okay, gut. Okay, die kann. Was ist die Wert? Müssen wir nachher gucken. Ich weiß nicht, aber gut war es wahrscheinlich. Ja. Okay, die nächste. 3, 2, 1, go! Da war direkt die Monkey, Mann. Komm, mal einmal ein bisschen richtig reinlacken, Mann. Das ist die wieder. Die B52. Finde ich jetzt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Welche war das? Blaue. Ja, die ist okay, also für einen blauen Gegenstand. Ich mag generell die blauen nicht so, aber das habe ich auch gesagt. Finde ich die ganz cool. Was wollte ich jetzt davor sagen? Ach so, ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr einen Star Trek Aufwertungsvertrag sehen wollt aus der Serie. Ja, genau. Wenn ihr genug reinschreibt und genug Daumen hoch gebt, machen wir das. Es ist eine extreme Geschichte, weil die Preise eben einfach noch so krass drauf sind. Aber wenn ihr genug Daumen hoch gebt, dann sagen wir, okay, dann ja, probieren wir es, gehen wir das Risiko ein. Okay, warte. Bevor du jetzt startest, ist meine letzte Kiste deswegen. Ah, okay. Ja, ich würde nochmal gerne hier so irgendwas Hochkarätiges nochmal ziehen. Ja, die Neon Rider oder Hyper Beast oder Messer. Ah, das wäre schon ziemlich cool. Aber ich würde mich auch über die Monkey Business freuen. Ganz ehrlich. Monkey Business. Finde die total witzig. Okay, bist du bereit? Ja, darf ich jetzt den letzten Ansagen von mir? No. Okay. 3, 2, 1, go. Alter, lack, viele lilane waren da gerade. Ah, dann ja, Mann. Und ich krieg natürlich wieder die P-52 Valence. Ah, ich krieg die AK-47. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, Mann, die würde ich auch spielen, weil die so extrem cool aussieht. Einsatz erprobt, passt auch. Ganz ehrlich, ich kann noch einen Aufwertungsvertrag machen mit blauen. Ja. Den mache ich doch mal eben kurz. Dann öffne ich mal die nächste. Ja, tu das. Oh Gott. Ah, ich habe mit Oh Gott habe ich drauf gedrückt, das kann ja nur gut sein. P250 Star Trek. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Na, Mann. Die sieht doch cool aus. Also, ich finde generell die Skins, wenn dann in dem Vorschaubild kommen, sehen die alle irgendwie viel besser aus. Einsatz erprobt. Okay, jetzt kommen die letzten vier Kisten. Da muss ich jetzt nochmal richtig reinlacken. Da war die Monkey Business zweimal, dreimal, glaube ich sogar. Und die P250 wieder, aber die kackt jetzt rein. Die kann jetzt gestohlen bleiben. Die will ich nicht mehr. Geh weg. So, drei Kisten noch. Ich nehme die mittlere. Oh mein Gott. Da war wieder die Farmers. Heat, Manowar. Nein! Okay, es ist die Manowar. Wobei die eigentlich auch cool aussieht, aber. Ich hätte gedacht, die AWP, Mann. Das ist echt ja, Mann, voll ein bisschen. Ist echt mies, ey. Warte, ich muss jetzt mal mit dem Schlüssel anfangen. Komm, jetzt hier noch ein bisschen Luck. Die letzten zwei Cases. Ja. So viel Geld, Mann. Kannst noch ein bisschen reinlacken, da war die grüne Ding. AK-47 ist wieder. Dean Star Trek noch, das wär's jetzt noch, Mann. Sieht auch wieder extrem gut aus. Minimal Wear, lol, okay, nice. Okay, die letzte Kiste. Puh, was kommt jetzt? Hyper Beast, Neon Rider. Drück dir auf jeden Fall die Daumen, oder? Ja, Mann, ich drück jetzt auch die Daumen und drück drauf. Oh mein Gott, letzter Klick, letzte Kiste für heute. Leute, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ey, wir haben so viel Geld verbrannt jetzt gerade. Oh ja.
Gebt oh ja. bitte einen Daumen hoch, supportet uns, wir sind immer sehr dankbar dafür. Und jetzt drücke ich drauf. Amino. Eingekackt. Bronze Deko. Ja, okay. Jo, Minimal Wear passt. Aus der letzten Kiste war nie was Gutes, glaube ich. Na, ich habe auch schon Knives in den letzten Kisten rausgesehen. Also gesehen, ja. Gezogen nicht. Ich wollte gerade sagen, what? Bitte? Okay, aber in so einem großen Ganzen bin ich auf jeden Fall zufrieden. Es ist halt das erste große jetzt, was wir gemacht haben. Die Skins ja. sind halt alle noch recht neu und cool natürlich, auch die blauen. Und ja, auf jeden Fall mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Gebt einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, ob ihr einen Star Trek Aufwertungsvertrag sehen wollt aus der neuen Collection. Ja, das hoffe ich doch. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Bock. Ja. Und wir hoffen, ihr auch. Und wir hoffen, ihr hattet natürlich auch Spaß und sag mal ciao und bis zum nächsten Mal. Haut rein.